Hallo, meine Lieben. Ich möchte euch heute dazu einladen, mal nachzuforschen bei euch selbst, wo ihr eure Gedanken investiert und wo ihr eure Gedanken verschwendet. Ja? Wenn wir eine Investition machen, also wenn wir ein Investment machen, wenn wir investieren, dann erhoffen wir uns einen Gewinn. Ja, das heißt, alles, was wir denken und auch wie wir uns fühlen, wie wir reagieren auf das Außen, das kann entweder ein Investment sein in unser Glück, in uns, oder es kann eine Verschwendung sein. Eine Verschwendung unserer Zeit, unserer Gedanken, unserer Gefühle, weil es nicht dazu beiträgt, das in unser Leben zu ziehen, was wir haben wollen. Ja? Also, ich habe ein Beispiel für euch, ja, wo es sehr deutlich wird. Und zwar geht es da um Trigger. Ja, das Wort ist sehr beliebt und ich benutze es auch immer wieder. Es sagt so viel aus. Jemand drückt unsere Knöpfe und wir reagieren. Ja, das ist ein Trigger. Jeder hat andere Trigger. Und wenn da Menschen sind, die uns gut kennen, die wissen, wo die Knöpfe sind, die sie drücken müssen, um uns zu ärgern, um uns zu beleidigen, um uns wütend zu machen. So, wenn ich jetzt getriggert werde, es muss nicht mal jemand sein, der mich kennt, es kann auch sein, der zufällig diesen Knopf erwischt. So, wenn ich jetzt getriggert werde und dann beginne ich, dem anderen Vorwürfe zu machen, zu sagen, wie gemein ist das, was er da getan hat oder was sie getan hat oder wie rücksichtslos oder wie kann die nur, wie kann der nur? Ja, wenn ich dann dem anderen Vorwürfe mache, ich höre das immer wieder, die oder der hat mich verkehrt gemacht, der hat mich nicht gewürdigt, der war rücksichtslos mir gegenüber, was auch immer. Wenn ich in dieser Gedankenspirale bleibe, der da oder die da im Außen ist schuld daran, wie ich mich jetzt fühle, ist das keine Investition in mich. Ist das kein Investment in mein Glück. Ja, das ist Verschwendung. Ja. Viel gescheiter ist es, sich anzuschauen, was habe ich denn für Trigger? Ja, warum reagiere ich da so? Woran erinnert mich das? Was ist da in mir, das ich verändern könnte, um eben nicht mehr getriggert zu werden? Denn das wollen wir doch alle, uns weiterentwickeln, glücklicher sein, mehr von uns haben. Ja, und das schaffen wir, wenn wir erkennen, warum wir funktionieren, wie wir funktionieren. Und diese Trigger, diese Knöpfe, auf die andere drücken, sind ein unglaublich gutes Beispiel dafür, wo wir ansetzen können, wo wir beginnen können, mehr von uns zu sein. Ja? Also dazu möchte ich euch einladen, nicht den anderen die Schuld zu geben, sondern wann immer ihr reagiert auf eine Weise, die euch nicht gut tut, euch anzuschauen. Wie kann ich jetzt meine Gedanken und Gefühle investieren, statt sie zu verschwenden? Ja, jedes Gefühl, jeder Gedanke kann ein Investment sein, wenn wir bewusst genug sind, bewusst genug denken und auch bewusst genug fühlen. Das heißt nicht, dass die anderen recht haben oder dass wir uns nie ärgern dürfen über irgendjemanden. Das muss auch nicht bedeuten, dass wir ein Fußabstreifer für andere sind. Wir können durchaus sagen, was für uns passt und was nicht für uns passt. Aber wir müssen schauen, weshalb wir reagieren, wie wir reagieren und dann diesen Trigger entschärfen sozusagen. Ja, der andere zündet vielleicht, aber in uns ist die Munition. Ja, ohne Munition würde der Zünder nicht funktionieren. Und ich habe das in meinem Buch ganz gut beschrieben. Das ist ein Kapitel über Investition oder Verschwendung von Gedanken und Gefühlen. Und ich finde das Kapitel so wichtig, dass ich mich entschlossen habe, den ganzen Mai über, wenn ihr das mögt, euch zu begleiten mit dieser Frage, wie kann ich meine Gedanken, meine Gefühle investieren, statt sie zu verschwenden. Ich habe das Ganze den Investment Mai genannt und das wird eine eigene Facebook-Gruppe sein, in der ich jeden Tag ein Video reinstelle mit Tipps, wie wir bei uns bleiben können in Zeiten wie diesen und auch sonst, wie wir mehr von uns haben können, wie wir entdecken können, warum wir ticken, wie wir ticken und wenn wir manchmal eine Zeitbombe sind, wie wir diese Zeitbombe entschärfen können. Ja, das ist mein Ziel mit diesem Mai und ich freue mich sehr, wenn ihr dabei seid. Ich poste den Link dann unter dem Video und ja, wie gesagt, also es gibt jeden Tag ein Video und zwei Zooms, in denen wir uns auch unterhalten können.
Ja, also, das würde mich freuen, wenn ihr dabei wärt. Ich poste den Link und ansonsten könnt ihr jetzt schon mal anfangen zu beobachten, wo ihr eure Gedanken, eure Gefühle verschwendet und wo ihr sie in euer Glück investiert. Ja. So, dann wünsche ich euch noch schöne Restostern. Habt's fein, friedlich und fröhlich.